Hey Leute, ganz recht herzlich willkommen hier zu einem neuen Anfänger-Guide-Video hier auf meinem Kanal und heute reden wir über leichte Panzer in War Thunder. Und das Leicht in leichte Panzer bezieht sich ausschließlich auf die Panzerung der Fahrzeuge, nicht etwa auf das Gewicht oder auf die Bewaffnung der Fahrzeuge. Ein Beispiel hierfür wäre der M22 Locust mit einem Gewicht von 7,4 Tonnen. Dann hätten wir den ebenfalls leichten Panzer mit 18,4 Tonnen, den M24 Chaffee und den M41 Walker Bulldog mit 23,1 Tonne. Es gibt auch noch schwerere Vertreter, zum Beispiel den M3A3 Bradley mit knapp 30 Tonnen im Tech Tree und solche Beispiele findet ihr auch überall in War Thunder und wer aufgepasst hat, der Bradley ist nicht unbedingt ein leichter Panzer. Genauso wenig ist das aber auch die M18 Hellcat, die eigentlich ein Panzerjäger ist. War Thunder hat hier manchmal die merkwürdige Eigenschaft, Fahrzeuge als etwas zu deklarieren, was sie nicht sind. Davon solltet ihr euch aber nicht irritieren lassen. Wenn ihr wissen wollt, um was für ein Fahrzeug es sich handelt, dann könnt ihr hier zum Beispiel einfach über die Hellcat gehen und dort oben seht ihr ganz oben in dem Feld den Namen M18 Gun Motor Carriage, also ein Jagdpanzer, der als leichter Panzer deklariert ist. Da steht dann direkt darunter leichter Panzer. Wenn wir zum Beispiel beim M10 gucken, da steht dann Panzerjäger. Ja, das wäre auch eine M18, ist auch ein Panzerjäger, aber War Thunder deklariert ihn hier als leichten Panzer. Warum auch immer. Die Panzerung eines leichten Panzers, wie der Name schon sagt, ist leicht. Wenn wir hier mal den Vergleich ziehen wollen, so haben wir hier nur 12,7 mm Wannenpanzerung und nur 25 mm Turmpanzerung. Das gleiche gucken wir mal beim M24 Chaffee. Hier haben wir eine seitliche Wannenpanzerung von maximal 25 mm und das auch am Turm. Und auch auf Battle Rating 6.0, also schon im mittleren Tierbereich, kommt man auch hier nur mit 25 mm Seitenpanzerung daher. Es ist also offensichtlich, woher die Bezeichnung leichter Panzer hier wirklich kommt. Das bedeutet natürlich auch, dass ihr unbedingt aufpassen müsst und euch auf gar keinen Fall beschießen lassen solltet, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr durchschlagen werdet und mindestens Modul- und Besatzungsmitglieder rausgehen, ist doch sehr, sehr hoch. Ja, und in Sachen Mobilität sieht es so aus, dass leichte Panzer generell dazu neigen, aufgrund ihres geringeren Gewichts im Gelände mobiler zu sein als mittlere Panzer und schwere Panzer. Sie können schneller Hänge hochfahren, können generell auch Hänge hochfahren, wo mittlere und schwere Panzer oft nicht hochkommen. Außerdem sind sie in der Lage, durch ihre hohe Geschwindigkeit schnell zum Beispiel Caps oder sowas einzunehmen. Sie kommen über Hindernisse ganz gut hinweg aufgrund ihrer Geschwindigkeit und sind deshalb oft an Stellen zu finden, wo man sie so schnell oder auch so früh in einem Gefecht nicht unbedingt erwarten würde. Zum Thema Mobilität gibt es natürlich auch noch zu sagen, dass es leichte Panzer gibt oder eben als solche deklarierte, die in der Lage sind zu schwimmen. Sie sind also amphibisch. Mit diesen Fahrzeugen kann man dann ins Wasser fahren und Flüsse und Seen überqueren, um eventuell an Punkte zu kommen, wo der Gegner eigentlich unbedingt erwarten würde. Allerdings dürft ihr nicht vergessen, dass diese amphibischen Fahrzeuge, wie ihr hier seht, dann auch nicht unbedingt schnell sind. Das heißt, ihr seid dann dementsprechend nicht nur leicht gepanzert, sondern auch noch eine Sitting Duck im Wasser. Wenn also ein Flugzeug kommt, habt ihr damit ein Problem. Wie bereits eingangs erwähnt, kommen leichte Panzer auch immer mit den verschiedensten Arten von Bewaffnung daher. So haben wir zum Beispiel eine Autokanone oder, wenn wir möchten, auch eine Antipanzerrakete. Schwere Maschinengewehre und natürlich das reguläre Hauptgeschütz. Eine weitere besondere Eigenschaft aller leichten Panzer ab Rang 2 ist die Möglichkeit zu spotten. Ihr könnt zum Spotten die standardmäßig belegte Taste V verwenden. Dazu müsst ihr aber mit dem Fadenkreuz im Fernglas auf die Position des Gegners zielen. Ihr könnt auch aus der Schützenansicht Gegner spotten und aufklären. Allerdings ist das dann riskanter, weil Gegner euch natürlich dementsprechend sehen und unter Beschuss nehmen können. Übrigens haben leichte Panzer auch Zugriff auf einen Artillerieschlag im Realistic Battle. Das heißt, wenn ihr wisst, wo ein Gegner ist, nehmt ihr einfach den, drückt ihr einfach Knopf 5 und markiert auf der Karte, wo eure Artillerie landen soll. Dann könnt ihr die auf den Kopf des Gegners fallen lassen. Der erste Tipp, den ich euch auf jeden Fall noch geben kann, ist so einfach, wie er offensichtlich ist. Vermeidet es, gesehen zu werden. Das heißt, versteckt euch hinter Erdhügeln, versteckt euch im Schatten von Bäumen, lasst euch weder von gegnerischen Panzern noch Flugzeugen sehen, denn ihr seid mit eurem Fahrzeug ein vorrangiges Ziel, nicht nur weil ihr spotten könnt, sondern auch weil ihr, wenn ihr gesehen werdet, leichte Beute seid aufgrund eurer geringen Panzerung.
Beschossen zu werden ist in so einem leichten Panzer wirklich keine angenehme Angelegenheit. Ihr solltet nicht vergessen, dass dieser Panzer, ja, ein Walker Bullock auf Battle Rating 6.0 maximal eine Seitenpanzerung von 25 mm hat und ein Kaliber 50, das er selbst oben mit auf dem Dach trägt, hat eine Durchschlagsleistung von 31 mm. Das bedeutet, ungefähr das würde auch mit eurem Walker Bulldog passieren, wenn euch einer in die Seite schießt. Als erfahrener Ground Forces Pilot kann ich euch übrigens auch den Tipp mitgeben, wenn ihr gegnerische Flugzeuge in der Nähe habt und ihr irgendwo auf der Lauer steht, macht euren Motor aus, weil man euch dann nicht hört. Und was noch schlimmer ist, wenn ein Flugzeug in der Nähe ist, fahrt nicht rum. Das höre ich nämlich als Pilot. Das heißt, selbst wenn ich euch jetzt nicht gesehen hätte, ja, weil ich meine, die fahren da auf offenem Feld rum, aber selbst wenn ich euch jetzt nicht gesehen hätte, hätte ich euch gehört. Und was ich dann mache als Pilot, ist, ich fliege hoch und gucke mir die Gegend nochmal genau an und spätestens dann sehe ich euren Panzer. Und wie ihr unter meinen Flügeln seht, wenn ihr dort irgendwo im Gebüsch stehen würdet, würde ich euch jetzt anfliegen und euch die Bombe auf den Kopf werfen. Egal, ob ihr dort steht oder fahrt, eure Motoren sind für die Piloten, die in der Luft sind und knapp über das Schlachtfeld herfliegen, sehr, sehr deutlich zu hören. Das heißt, auf keinen Fall fahren oder bewegen in irgendeiner Richtung, wenn ein gegnerisches Flugzeug wirklich in eurer Nähe ist, weil der Pilot euch dann hört und euch eventuell aufs Korn nimmt. Ja, und der nächste Tipp, den ich für euch habe, ist, unterschätzt auf keinen Fall die Spotting-Mechanik der Light Tanks. Die ist super wichtig. Ihr könnt damit nämlich Gegner auf allen möglichen Positionen aufklären. Diese Markierung ist dann sowohl auf der Map sichtbar, als auch mit dem kleinen Aufklärungssymbol in der Nähe des Gegnerpanzers. Dieses Symbol ist für alle Teammitglieder zu sehen, egal ob sie in einem Panzer oder in einem Flugzeug sitzen. Dementsprechend kann man den Gegner dann bekämpfen oder selbst wenn man ihn nicht bekämpfen kann, kann man ihn zumindest vermeiden. Im Gegenzug solltet ihr auch immer damit rechnen, dass wenn ihr einen gegnerischen Light Tank seht, von dem ihr sicher sein könnt, dass der euch sieht, dass der euch auch markiert hat. Das heißt, ihr solltet dann sowohl mit Angriffen anderer Fahrzeuge aus irgendwelchen Richtungen als auch verstärkt mit Luftangriffen rechnen. Der nächste Tipp ist eine relativ offensichtliche Sache, nämlich kenne dein Fahrzeug bzw. auch kenne deine Waffe. Um dein Fahrzeug kennenzulernen und deine Waffe, solltest du auf jeden Fall eine Testfahrt machen, um zu gucken, wo denn so ungefähr die Stärken und Schwächen liegen. Beschleunigst du schnell? Fährst du schnell so eine hohe Höchstgeschwindigkeit oder kommst du gut Berge rauf? Bist du gut im Gelände mit dem Fahrzeug? Diese Sachen sind immer sehr gut zu wissen, weil man dann auch weiß, auf welchen Karten man was strategisch machen kann. Das nächste Ding ist natürlich, dass man zuerst mal hier anfängt und sich die Granatentypen anguckt und sich die Granaten mit der besten Penetrationsleistung raussucht und was die so für Eigenschaften haben. Das ist ja hier in den Cards auch immer sehr gut erklärt. So vermeidet ihr einfach, euch mit Gegnern anzulegen, denen ihr nicht wirklich gefährlich werden könnt, weil ihr mit eurem Fahrzeug ja immer noch keine Panzerung habt. Das heißt, im Regelfall, wenn die einmal zurückschießen, hat sich die Sache für euch erledigt. So vermeidet ihr solche doofen Situationen und habt ein bisschen mehr Erfolg auf dem Schlachtfeld. Und damit sind wir dann auch am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und es hat euch ein bisschen erleuchtet, wie man denn so am besten mit einem Light Tank umgeht und was der so für Eigenschaften in Warthunder hat. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik über das Video äußern wollt, dann steht euch die Kommentarleiste dafür natürlich auch gerne offen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns in meinem nächsten Video wiedersehen. Also macht's gut, bis dahin. Ciao.